Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem allerersten Film über den nagelneuen DJI Phantom 2 Vision. Ja, das hier ist noch ein Vorserienmodell, ein Prototyp sozusagen, der mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde von der Firma Thunder Tiger Europe. Da auch meinen ganz herzlichen Dank, dass mir das ermöglicht wurde. Ja, und wir wollen heute einen allerersten Blick auf diesen brandneuen Kopter werfen. Er wird ja voraussichtlich in ein, zwei Wochen dann offiziell auf den Markt kommen. Und er hat eine ganze Menge interessanter neuer Features zu bieten. Und deswegen schauen wir uns die jetzt mal gemeinsam an. Ja, so sieht er in der Totalaufnahme aus, der neue DJI Phantom 2 Vision. Es gibt einige auffällige Änderungen, die ja dem Nutzer direkt ins Auge springen. Änderungen, die es gegeben hat gegenüber der Version 1 des Phantom. Die sicherlich auffälligste Neuerung, die ist hier unten drunter zu sehen. Der Kopter hat hier jetzt eine eigene Kamera, das ist eine eigene Entwicklung von DJI. Die Kamera nimmt in Full HD auf, also man braucht hier keine GoPro sich zusätzlich mehr zu kaufen, sondern hat hier schon direkt eine Kamera mit dabei beim Phantom 2 Vision. Die ist auch schwingungsdämpfend gelagert, das seht ihr hier, so ein Dämpfungssystem ist hier mit direkt dabei und die Kamera kann auch per Fernsteuerung geneigt werden, besitzt sogar so eine Art, ja, ich sag mal Gimbal, obwohl es ein richtiges Gimbal-System ist, ist es eigentlich nicht. Ich zeige es euch aber gleich mal, wenn wir den Kopter angemacht haben. Die zweite auffälligste Neuerung ist hier hinten der neue Akku. Der ist hier über so zwei Haken oben und unten gesichert und kann dann rausgezogen werden. So sieht der aus. Hier, der Akku hat jetzt bei diesem Vorserienmodell eine Kapazität von 4400 mAh, also genau doppelt so viel wie der vorherige Phantom 1 hatte. Bei dem Serienmodell wird es voraussichtlich sogar noch etwas größer sein. Man spricht hier von 5200 mAh, die der finale Akku haben wird. Da muss man aber abwarten, ob das tatsächlich so ist. Der Akku hat hier innen drin so Steckdosen, drei Stück und Kontakte. Und die passen hier auf Stecker, die hier im Innern des Batteriefaches sind. Und wenn man den hier reinschiebt, dann rastet der hier ein und versorgt den Kopter und natürlich auch die Kamera mit Strom. Der Akku hat noch eine ganz interessante Sache. Hier gibt es jetzt so einen kleinen Knopf und wenn man den einmal kurz drückt, dann zeigt er hier vier grüne Lichter an. Das bedeutet, dass der Akku voll geladen ist. Wenn er ein bisschen leer ist, dann würde der das hier auch entsprechend anzeigen, wie leer er ist. Und dieser Schalter hier, der fungiert gleichzeitig auch als Ein- und Ausschalter. Wenn ich den jetzt gedrückt halte, dann geht es hier so ein Countdown hoch. Und dieser Countdown, wenn der dann abgelaufen ist, dann startet der Kopter und geht an. Ich mache das mal. So, jetzt ist der Kopter an. Ihr hört so ein leises Summen. Und dieses Summen, das ist jetzt hier unten von der Kamera, von dem Gimbal der Kamera. Wenn ich den hier also mal bewege, den Kopter, dann seht ihr, dass der jetzt hier solche Ausgleichsbewegungen macht. Aber die sind relativ langsam, das muss man sagen. Also mit einem professionellen Brushless Gimbal ist das sicherlich nicht zu vergleichen. Das hier ein Servosystem, das ja nur rudimentär so ein bisschen die Bewegungen ausgleicht und natürlich es zulässt, dass die Kamera im Flug geneigt wird. Darüber hinaus gleicht sie natürlich nur in einer Richtung aus. Das heißt also, wenn ich jetzt hier den Kopter nach rechts und links neige, dann seht ihr, macht die Kamera keinerlei Ausgleichsbewegungen. Also ein richtiges Gimbal-System, das die Kamera horizontal hält, ist das im Grunde genommen nicht. Ja, wir machen mal wieder aus. Auch dazu einfach hier hinten gedrückt halten, dann läuft der Countdown rückwärts und wenn der dann unten angekommen ist, dann ist der Kopter aus. Und ja, jetzt zeige ich euch dann zum Abschluss noch einige Besonderheiten mal in einer Nahaufnahme. Eine weitere wichtige Änderung sind hier diese Propeller. Die sind komplett anders jetzt, als das vorher der Fall war. Zum einen sind das hier 9 Zoll Propeller, nicht mehr hier wie bei dem alten Phantom
Das sind ja diese 8 Zoll Propeller, die es bei dem alten Phantom gab. Hier sind jetzt 9 Zoll Propeller drauf, die sind also größer geworden. Darüber hinaus gibt es eine weitere Änderung, und zwar gibt es hier keine Mutter mehr. Die ist jetzt hier im Propeller eingebaut. Ich nehme das mal raus, so. Da ist die mit drin, das heißt, ihr schraubt den Propeller samt der Mutter hier jetzt drauf, aber die Motoren an sich sind gleich geblieben. Ihr könnt also hier zum Beispiel die alten Propeller auch noch verwenden. Wer zum Beispiel hier Graupner E-Props hat oder ähnliches, die ihr hier drauf verwendet, dann geht das natürlich auch noch. Die neuen Propeller aber, wie gesagt, die einfach zum Draufschrauben, und die sind auch so, dass sie nur in einer Richtung festgeschraubt werden können. Die rechtsdrehenden entsprechend immer entgegen der eigentlichen Richtung zum Aufdrehen. Das heißt, dass sich der Motor, wenn sich der Motor bewegt, automatisch die Propeller zuzieht, die sich also fast gar nicht mehr im Flug lösen können. Ihr seht, dass der hier geht jetzt hier in diese Richtung auf. Und der andere hier auf der anderen Seite, der hat hier so einen kleinen schwarzen, nicht mehr silbern oben, der muss genau in die andere Richtung aufgedreht werden. Und die Motoren drehen sich halt immer genau in die Richtung, in die zugedreht wird. Eine weitere sehr sinnvolle Änderung ist hier dieses Werkzeug. Da ja jetzt hier keine Mutter mehr sind, muss man da auch nichts mehr machen. Es ist trotzdem hier noch so ein Werkzeug mit dabei. Und das kann hier in diese Lücke der Motoren eingelegt werden. Man hat also hier endlich, sage ich mal, eine Möglichkeit, den Motor zu packen und den festzuhalten, um so dann hier die Propeller ordentlich festzuziehen. Eine weitere sehr interessante Änderung, die befindet sich jetzt hier an der Vorderseite des Kopters, wo früher das Batteriefach, die Öffnung des Batteriefaches war. Hier ist jetzt so eine kleine Gummiabdeckung, und wenn man die abmacht oder hochhebt, dann befindet sich darunter ein USB-Anschluss. Das ist ein ganz kleiner, diese Micro-USB-Anschlüsse, und man kann dann hier eben hingehen und ohne den Kopter jetzt großartig zu öffnen und ohne da irgendwas rauszufummeln, so wie es beim alten Phantom war, hier den Kopter per USB-Kabel an den PC anschließen, um so auf die Software oder per Software auf den Kopter zugreifen zu können. Keine großen Änderungen gab es hier beim Landegestell. Das ist von der Größe her identisch mit dem des Phantom 1, auch von den Befestigungsmöglichkeiten her, sodass ihr, wenn ihr zum Beispiel schon ein alternatives Landegestell euch gekauft habt, das auch am Phantom 2 Vision weiter nutzen könnt. Eine sinnvolle Änderung sind hier zusätzliche Schaumstofffüße, die unten drunter angebracht worden sind. Das macht die Landung etwas weicher, vor allen Dingen, wenn man auf Asphalt oder Ähnlichem landet, und schont hier so ein bisschen das Plastikgestell. Eine weitere Neuerung ist das Anzeigen des Statuses. Der Phantom 2 hat ja keine Status-LED mehr, und der ersetzt das durch die Leuchten unter den beiden hinteren Armen. Die zeigen jetzt hier den Status an, während die beiden vorderen nach wie vor rot leuchten und so anzeigen, wo vorne ist. Ich starte den Kopter mal, dann seht ihr das. Jetzt ist also hier deutlich zu sehen, dass der Kopter hier vorne rot leuchtet, wohingegen hier hinten immer noch der GPS-Modus mit einem grünen Blinken angezeigt wird. Genauso wird dort, wenn ich zum Beispiel die Fernsteuerung ausmache, dann habt ihr hier das schnelle gelbe Blinken, das signalisiert, dass der Kopter jetzt in den Failsafe gegangen ist. Ja, ebenfalls einige Neuerungen gab es an der Fernsteuerung. Im Wesentlichen ist die identisch, so wie ihr das vom Phantom 1 auch herkennt. Die Steuerknüppel hier auf die Schalter für Flugmodi und für das IOC, An- und Ausschalter. Hier der Schubstick ist, wie ihr das von den neueren Phantom-Versionen her kennt, in der Mitte zentriert. Auf der Rückseite gibt es hier diesen X1-Kanal. Da wird die finale Version sehr wahrscheinlich hier schon etwas haben, um das automatisch zu steuern. Neu sind zwei Sachen, die hier hinten an der Rückseite angebracht sind. Das ist zum einen das hier. Das ist ein Empfänger, der das Signal, das von der Kamera kommt, empfängt und hier lokal dann ein WLAN-Netzwerk aufbaut, mit dem ihr euch verbinden könnt per Handy.
Und dazu gibt es hier als nächstes noch diese Klammer, sage ich mal, hier oben. Die ist mit so einem Kugelkopf hier versehen, dass ihr die also flexibel neigen könnt. Und hier kann ein Handy reingeklemmt werden. Ja, das Ganze ist so maximal vielleicht so eine Handbreit etwa. Und da könnt ihr dann euer Handy reinstecken. So, ich zeige euch das auch nochmal mit dem Handy. Hier aufklappen, Handy rein. Und dann hat man hier die Möglichkeit, das Handy praktisch als FPV-Monitor zu nutzen. Dafür gibt es eine eigene App von DJI. Hier seht ihr jetzt einmal die neue Handy-App, die es geben wird, um den Phantom 2 Vision zu kontrollieren. Hier könnt ihr zum Beispiel hingehen, über diese Knöpfe hier die Kamera neigen. Ihr seht, ich kann die hier also hoch und runter bewegen. Oder ihr habt hier so ein Gyroskop, da seht ihr dann, wie der Kopter gerade in der Luft steht. Hier dieses kleine da unten. Genauso bekommt ihr hier Informationen wie die Entfernung, die Höhe, die aktuelle Geschwindigkeit und Ähnliches angezeigt. Ich bewege den mal so ein bisschen, dann tut sich da was. Aber das kann man natürlich nur dann beurteilen, wenn man wirklich fliegt damit. Ja, dann gibt es hier die Möglichkeit, Fotos zu machen oder eben eine Filmaufnahme zu starten. Ihr seht hier den aktuellen Akkustatus, 94% ist der und auch die Anzahl der Satelliten dort oben, insgesamt 6. Jetzt hier bei mir im Studio, das ist natürlich eine tolle Sache. Und hier gibt es diese Einstellmöglichkeiten. Hier könnt ihr die Einstellungen der Kamera und des Fotos ändern. Könnt zum Beispiel hier auf JPEG wählen und könnt RAW-Aufnahmen damit machen. Oder ihr könnt hier wählen, welche Filmmodi es gibt. Hier gibt es 1080 mit 60 Frames pro Sekunde, 30 Frames pro Sekunde, 69, 27 bis runter zu 480p mit 30 Bildern pro Sekunde. Das sind die Aufnahmen, die ihr hier machen könnt. Und ihr könnt hier in diesem Modi auch noch so ein bisschen das Field of View ändern. Das müsst ihr aber fest angeben. Also ähnlich wie bei der GoPro. Wenn ich das jetzt hier klein mache, dann ist das auch hier, nimmt er praktisch nur einen Ausschnitt. Es ist also nicht so, dass das sich mitten im Flug dann variabel ändern lässt. Das ist hier nicht der Fall. So, hier seht ihr nochmal beide Kopter, Phantom 1 und Phantom 2 Vision, im direkten Vergleich miteinander. Von der Breite her sind die beide identisch. Auch sonst hat sich von der Struktur her wenig geändert. Der Phantom 2 ist hier oben in dem Bereich etwas höher. Er hat ist ein bisschen bauchiger geworden und er hat natürlich hier unten viel mehr Raum jetzt für das größere Akkufach. Ansonsten aber sind die Kopter identisch, die Motoren sind identisch, die grundsätzliche Struktur und Größe ist ebenfalls identisch. Ja, das soll es erstmal von mir gewesen sein. So ein richtiges Fazit möchte ich noch nicht ziehen und ich möchte auch noch nicht so sehr auf Details eingehen, denn wie gesagt, es ist ja noch ein Vorserienmodell und in der Serie wird das ein oder andere sicherlich ganz anders noch gelöst werden. Insgesamt muss ich aber sagen, haben mir die Änderungen, die es hier beim neuen Phantom 2 Vision gibt, sehr gut gefallen. Man hat hier konsequent den sowieso schon guten Phantom weiterentwickelt. Es ist nach wie vor ein kleiner und kompakter Kopter, hat aber jetzt einige Verbesserungen bekommen, zum Beispiel hier die größeren Propeller, die mehr Schub bringen. Man hat sich des Problems angenommen, dass man hier diese Propeller immer wieder festziehen muss. Das macht der Propeller jetzt selber im Flug. Der kann sich also faktisch gar nicht mehr lösen. Man hat sich dem Problem Flugzeit angenommen, eben mit hier einem deutlich größeren Akku. In der Finalversion soll der ja noch mal ein Stück größer werden. Dadurch kann man sicherlich auch einiges mehr an Flugzeit erreichen, aber auch Kleinigkeiten wurden verbessert. Hier der USB-Anschluss, die Dämpfer hier unten beim Landen, all das gepaart auch mit der Idee, jetzt hier eine Kamera direkt drunter zu setzen und auch fernzusteuern über das Handy, über eine Handy-App. Sicherlich eine tolle Sache. Der Kopter geht noch mehr in Richtung Consumer-Bereich. Also für Leute, die sich nicht großartig beschäftigen wollen mit, welchen FPV-Sender soll ich mir kaufen, wie muss ich ein Poti einbauen, um den Gimbal zu neigen und so weiter. All das fällt hier flach. Hier hat man ein komplettes System, das out of the box
kommt, wirklich alles bietet, was man braucht. Man kann hier in Full HD filmen, man kann den Gimbal neigen ein bisschen und der gleicht auch schon so ein bisschen aus. Ist natürlich nicht vergleichbar mit einem richtigen Gimbal, aber so als Komplettpaket für Einsteiger ist der DJI Phantom 2 Vision sicherlich derzeit das Nonplusultra. Ja, wie er sich in der finalen Version schlägt, das werde ich euch dann in Zukunft hoffentlich auf meinem YouTube-Kanal zeigen. Das soll es erstmal von mir gewesen sein, so als erstes Preview zu diesem neuen Copter, der ja jetzt bald auf den Markt kommt. Wenn euch mein Film gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar hier unten und eine positive Beurteilung. Empfehlt mich weiter und abonniert mich. Solltet ihr weitere Fragen haben, dann besucht mich unter www.copterforum.de.